Daher können wir hier an dieser Stelle einen Sachverhalt erwähnen, und zwar die Handlungen, die an nicht Allah gewidmet sind. Handlungen, wir meinen damit natürlich nicht die ganz profanen Handlungen, also die man so, die alltäglichen Handlungen, das meinen wir nicht damit. Wir meinen schon Handlungen, die eine gewisse, ich sag's mal so, einen gottesdienstlichen Aspekt haben, also eine Ibadah darstellen. Wobei man hier auch etwas, ja, das Ganze mit ein bisschen Vorbehalt sagen muss, denn die Ibadat haben auch verschiedene Abstufungen. Es gibt Handlungen, die können gar nicht anders als eine Form der Ibadah stattfinden. Und dann gibt es Handlungen, die meistens eher in Form einer Ibadah, also einer Kulthandlung stattfinden und auftreten. Aber es gibt Handlungen, die können so und so sein. Die können Ibadat sein, wenn eine gewisse, ich nenne es mal, spirituelle Einstellung da ist. Oder wenn es gewisse begleitende Umstände gibt, die spiritueller Natur sind, dann kann eine Handlung zu einer Ibadah werden. Fehlen diese aber, ist sie eine einfache, natürliche Handlung, nicht als eine gottesdienstliche Handlung zu zählen. Ein Beispiel ist dafür das Stehen, was man Al-Qiyam nennt. Al-Qiyam. Al-Qiyam. Stehen, vor etwas stehen. Das kann eine Ibadah sein. Kann aber auch einfach eine ganz normale, natürliche Handlung sein. Allah Ta'ala sagt im Koran, wa qumu lillahi qanitin. Und steht vor Allah, steht in Demut und Ergebenheit. Im Gebet, ja. Das heißt, wenn ich im Gebet stehe, mein Stehen im Gebet allein ist eine Ibadah. Außerhalb des Gebets, vor etwas zu stehen, für etwas aufstehen, das muss keine Ibadah sein. Auch wenn es gelegentlich verboten ist und manchmal legitim ist, manchmal ist es erwünscht, aber es ist keine Ibadah. Wenn ich beispielsweise jetzt vor einer, ich nehme jetzt mal einfach dieses Beispiel, vor einer Statue oder vor einem Mausoleum zu stehen oder für jemanden aufzustehen, große Leute. Das muss keine Ibadah sein. Es kann aber eine sein. Es kommt darauf an, in was für einer spirituellen Fassung man diese Handlung ausführt. Denn die Grundpfeiler der Ibadah sind drei Umstände, oder drei Zustände, nennen wir es mal einfach, drei Zustände des Herzens. Kamalul Mahabba, Kamalul Ta'zim, Kamalul Dhul. Das sind drei elementäre Bestandteile jeder Ibadah. Extreme, vollständige Liebe, vollständige, vollkommene Unterwerfung. Oder ja, Demut, Unterwerfung und vollkommene Verherrlichung des Gegenübers. Wenn diese drei Elemente gegeben sind und man stellt sich vor jemanden hin, man steht vor jemanden, sei das eine lebendige Person, ein lebendiges Wesen, ein totes Wesen, ein Nicht-Person, in Begleitung dieser geistigen und spirituellen Einstellung, dann ist es eine gottesdienstliche Handlung. Das ist eine Ibadah. Also wer zum Beispiel vor einem Götzen sich hinstellt, in vollkommener Demut, Verherrlichung und Liebe, damit ist diese Handlung zu einer Anbetung geworden. Aber wer vor einem Lehrer aufsteht, morgens in der Schule, ich weiß nicht, ob man das bei euch macht. Ist das eine Anbetung? Das ist keine Anbetung. Das ist keine Anbetung. Ist das aber legitim? Das ist eine andere Frage. Das Aufstehen
für jemanden unterteilen die Rechtgelehrten in drei Kategorien. Wenn wir jetzt mal diese polytheistische Form auslassen, also da, wo es sich schon um eine gottesdienstliche Handlung handelt. Verbotene Form des Aufstehens, das heißt, es ist Haram, darf man nicht. Eine legitime Form und eine erwünschte Form des Aufstehens. Die verbotene Form, darüber sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, in Sahihain oder im Sahih, ein von beiden, er sagte, man ahabba an yatamathala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Wem es gefällt, wer möchte, dass die Menschen sich vor ihm aufstellen oder vor ihm aufstellen, ja, wie so Götzen und Statuen vor ihm rumstehen, der soll sich seinen Sitz in der Hölle nehmen. Hier ist also diese verbotene Form des Stehens gemeint. Das ist, hiermit ist gemeint, was damals gang und gäbe war, besonders in den königlichen Schichten, dass der König oder der Gouverneur oder was auch immer auf seinem Thron sitzt und solange er da sitzt, müssen alle drumherum stehen. Das ist nicht legitim, denn das ist eine Form der Verherrlichung. Das geht schon in Richtung Verherrlichung und ist auch nicht nur, dass es eine Verherrlichung für den Menschen ist, der da auf dem Thron sitzt, es ist auch eine Erniedrigung für die, die um ihn herum stehen. Eine Form der Versklavung ist das. Dann gibt es aber auch eine legitime Form des Aufstehens, wie zum Beispiel, wenn Gäste eintreten, man steht auf oder jemand kommt von der Reise zurück und man steht auf, um ihn zu empfangen und so. Das ist natürlich nicht problematisch und ist legitim und wurde auch in der Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam praktiziert, ohne dass er das irgendwie kritisiert hat oder abgelehnt hat. Und dann gibt es aber noch eine andere Form des Aufstehens, die hat nicht mit Verherrlichung zu tun, sondern Respekt. Es gibt nämlich in der Gesellschaft Menschen, die werden für ihren Dienst, für ihren Dienst oder für ihr, aufgrund ihrer Weisheit oder ihres Alters respektiert von der Gesellschaft. Sie werden respektiert und aus Respekt vor ihnen aufzustehen, ist etwas Legitimes. Hier wird überliefert, ebenfalls in der Sunna, ebenfalls, das war einer der führenden Persönlichkeiten unter den Ansar. Zwar nach der Raswa, der Ahzab, nach der Raswa der Ahzab, welche auch als die Grubenschlacht bezeichnet wird. Er hatte einen der führenden Persönlichkeiten unter den Ansar eingeladen, der verletzt war und in Medina stationiert wurde zur Behandlung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn einladen lassen. Und als er dann angeritten kam, sagte der Prophet zu den Anwesenden um ihn herum, die sozusagen unter seiner Führerschaft waren, sie waren unter seiner Führerschaft, also diesem Mann, da sagte der Prophet, Qumu li Sayyidikum, steht auf für euren Sayyid, steht auf für euren Sayyid. Das heißt, das ist legitim. Wir sehen also, dieser Qiyam hat vier Formen. Oder sagen wir sogar fünf Formen. Fünf Formen. In einer Form ist es eine Anbetung Allah Ta'alas, nur im Gebet. Nur im Gebet. Zweite Form, das ist eine polytheistische Handlung, wenn dieser Qiyam ausgeführt wird, in dem Umstand, wie ich es beschrieben habe, für andere
Wesen und Instanzen außer Allah Ta'ala. Und dann haben wir einmal das Aufstehen, welches haram ist. Das heißt, es ist keine polytheistische Handlung, aber es ist nicht erlaubt. Wie ich auch beschrieben habe, dass in den Herrscherklassen und sowas für sie gemacht wird. Dann haben wir die legitime Form, das ist, wenn man Gäste, Besucher empfängt und aufsteht. Und dann haben wir die erwünschte Form, wenn man respektierte Menschen in der Gesellschaft auf diese Art und Weise empfängt, um ihnen um seinen Respekt ihnen gegenüber auszudrücken. Das ist legitim. Und diese Dinge dürfen nicht miteinander vermengt werden. Denn es gibt tatsächlich Leute, die zum Beispiel das Aufstehen in Schulen als eine polytheistische Handlung bezeichnen. Aber es gibt auch Leute, die das Aufstehen für respektierte Menschen der Gesellschaft als verbotene Handlung bezeichnen, weil sie das einfach alles immer pauschalisieren, entweder nach rechts oder nach links.